die Jungs hinter uns? Die Kleinen von hier, ne? Ich kenne die auch schon alle, wo die ganz klein waren. Jetzt sind die voll groß geworden. Alles klar, du? Hey, hey, hey! Angenommen, du machst mal richtig Cash. Ja. So ein Batzen Kohle. Ja. Alle Sorgen, guck mal, mir ist schon schunkelt. Alles ist durch, du kannst leben, wie du willst und so weiter und so fort. Was würdest du mit dem ganzen Geld machen? Geld ist für mich nur Mittel zum Zweck. Exakt, nur Mittel zum Zweck. Was ich bin gar nicht geldgierig. Ich brauche nur das Geld, was ich zum Leben brauche und dass es mir gut geht. Okay. Gut. Das heißt, du willst gar nicht so viel Geld jetzt verdienen. Das ist nur so. Doch, ich will viel Geld verdienen, aber das ist nicht. Das ist nicht, weil ich reich sein will, sondern weil ich das in Sachen investieren will und Sachen damit machen will. Und ich werde, wenn die anderen Prioritäten dann abgehakt sind, werde ich mich auch um hier kümmern. Wenn es hier nicht so läuft, wie es sein soll, werde ich mich auch um hier kümmern. Und dein Bruder? Was macht der so? Mein Bruder geht in die Schule. Und bist du oft noch bei ihm? Ja, ja, er wohnt, mittlerweile wohnt er 20 Meter von mir entfernt mit meinem Vater. Mhm. War das für dich irgendwie anstrengend? So, ich meine, man hat ja schon eine Verantwortung, oder? Als älterer Bruder muss man doch auch immer schön aufpassen. War das so überhaupt? Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch richtig geil, dass ich einen kleinen Bruder habe. Das ist so. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich einen großen Bruder hätte. Wieso? Viele Sachen, wo man auf die Nase fällt. Er muss nicht so viel auf die Nase fallen wie ich so. Hm. Weil ein Vater bringt andere Sachen bei als ein Bruder so. Es geht. Alles klar, du? Alles klar. Willst du aussitzen? Komm her. Ja, kleine Brüder, gerade wo das Thema kommt. Kleiner Bruder. Kleine Brüder, ich weiß nicht. Also, ich habe mit ihm darüber geredet. Genau. Ich habe ihm gesagt, du bist 14. Wenn du irgendwelche Sünden gemacht hast oder so, kannst du mir das sagen, weil ich war gerade erst gestern 14. So. Das war letztens erst. Und ich werde dich nicht so doll verurteilen wie Papa oder Mama oder wie unsere Eltern. Und deswegen, wenn du mir alles, was du mir sagst, ich kann dir helfen und ich werde dir kein schlechtes Gefühl geben, dass du dich schlecht fühlst danach, sondern ich werde dir zeigen, wie es besser geht, ohne mich über dich zu stellen. Ich bin dein großer Bruder, aber ich werde mich verhalten wie dein Freund. So. Und deswegen, hätte ich sowas gehabt, wäre ich nicht so doll auf die Nase gefallen manchmal. So. Und er wird nicht so doll auf die Nase fallen wie ich. Willkommen in dem Leben von einem Mutterschichtskind, das ich hochboxt. Wirf einen Blick in meine Seele, hör wie mein Herz klopft. Wir hatten nie viel, doch meine Mutter hatte Kopf. Sie brachte uns bei, im Leben gibt es nichts umsonst. Das Leben legt immer irgendwelche Steine in deinen Weg. Mhm. Und ich weiß nicht, wie eben gesagt, ich mag kein Selbstmitleid, deswegen alles, was mir in den Weg kommt, ich brech das durch. Mhm. Alles, was mir in den Weg kommt, ich fick das weg, ganz auch ehrlich. Rassismus? Ja, definitiv. Das ist sogar richtig so besonders Rassismus. Besonders Rassismus. Immer wenn er mir über den Weg... Ich suche Rassisten. Ich suche die. Ich jag Rassisten. Ich jag euch. Glaub mir. Was will irgendein Rassist machen? So, er kann nichts machen. Weil heutzutage ist es 2011. Es gibt viel zu viele Informationen. Es gibt das Internet. Du kannst gar nicht mehr leugnen, dass jeder Mensch gleich ist. Wie willst du das leugnen? Sag mir ein Argument. So. Weißt du? Ja. Deswegen. Okay, aber nichtsdestotrotz, ne? Ich meine. Was ist Rassismus oder wie es heißt? Ja, ich kenne das mal. Nein, jetzt Rassismus. Ein Rassist ist jemand, der sagt, weil ich aus Deutschland komme, bin ich besser und Menschen, die aus deinem Land kommen, sind nicht so viel wert wie ich. Aber das sind nicht nur Deutsche, weißt du? Wenn ein Afrikaner sagt, nur Afrikaner sind gut, ihr alle Europäer seid alle Dreck. Das ist auch ein Rassist, weißt du? Es ist ein langer Weg von der Heimat bis zu dem Zeitpunkt, wo du in Deutschland rein darfst, geschweige denn da bleiben darfst. Mein Vater wanderte durch die Sahara barfuß auf weißem Sand. Rassismus ist ein Thema. Ein anderes Thema ist das Leben in Brennpunkten. Das wird mich immer beschäftigen, weil ich in einem Brennpunkt aufgewachsen bin. Was wird mich noch beschäftigen? Spaß haben, Glück, Energie ausstrahlen, Glück ausstrahlen. Ich glaube, da gibt es zu wenig von hier so in der Gesellschaft. Ja. Spaß und Freude. Ja. Warum, glaubst du? Weil Deutschland, die Mentalität, der Geist in Deutschland ist verbittert. Geh mal nach Brasilien, guck mal, wie da gibt es Favelas, da gibt es Ghettos, da gibt es schlimme Sachen. Aber diese Menschen sind immer so, immer gut drauf, so, weißt du? Und deswegen. Ja gut, aber das eine macht ja das andere nicht weg, ne? Also ich meine, das wäre ja schade. Definitiv.
Und deswegen werde ich auch immer sozialkritisch bleiben und immer über Probleme reden. Aber ich will auch Musik machen, wo ich mich gut fühle. So. Ja, und ich werde immer viele Facetten haben, immer. Gute Lacke, haut zu, zu. Okay. Es ist Freitag, scheiß mal auf Fitnesscenter. Hab die Handel, hab den Spiegel und ich liege auf der Couch und mach das selber. Bin zu Hause, pump mich auf und mach mich bereit. Werd breit wie ein Hartz-IV-Rentner, um was zu saufen. Und guck raus und das Auto pumpt laut aus dem Fenster. Nate ist der Beifahrer, Blackie am Lenkrad. Bring den Straßenscheiß in die Clubs. Bis jetzt brachte ihn keiner zu uns. Auf Deutsch, alle waren enttäuscht. Da kamen die Ratten und hatten den Trumpf mich. Telitest, kommen die heute zusammen, wir machen noch Runde. Wir checken den Kiez von oben bis unten, doch verliere ich nicht bei den Toten. Bingo! Guck dir dein Leben an und guck dir an, was bei dir richtig ist und was bei dir passt. Und dann verhalte dich so. Und denk, niemand kann für dich leben. Niemand kann für dich leben. Deswegen mach was du. Du hast ein Gewissen und du weißt selber, was richtig und falsch ist. Deswegen handel so, dass du dir morgens noch ins Spiegel gucken kannst. Selber. Und handel, dass du noch einschlafen kannst. Um den Vlog mit Telly hier in Bahrenfeld. Danke, dass du mir dein Viertel gezeigt hast. Danke, danke, dass du so offen warst, so ehrlich. Viele Straße. Deine Kamera, deine Leute. Vielen Dank, Telly. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ich hoffe auch. Bis bald, ciao. Bis dann. Ich bin ein Flüchtlingskind. Da, wo mein Vater herkommt, herrscht Krieg. Menschen flüchten in ein anderes Land, um die Family zu stützen mit Geld aus der ersten Welt, bis sie glücklich sind. Ich bin ein Flüchtlingskind. Da, wo mein Vater herkommt, herrscht Krieg. Menschen flüchten in ein anderes Land, um die Family zu stützen mit Geld aus der ersten Welt, bis sie